So, wir gehen gerade mit den Hunden, aber darf ich ja nicht so richtig zeigen. Sind schon auf dem Weg zurück, leichter Nieselregen. Heute ist echt so ein Wetter zum Drinnenbleiben, ne? Ja, total. Also heute ist so, wir haben es richtig diesig, einfach dunkel. Und wäre einfach richtig cool, nur drinbleiben. Aber Hunde müssen ja mal raus. Heute Nachmittag gehe ich nochmal mit denen. Ich habe ja heute Nachmittag noch einen Online-Vortrag. Ich habe eben gerade einen Teil von der Schwarzen Schar vorproduziert. Ich mache jetzt einen zweiten Teil der Schwarzen Schar. Ich versuche jetzt diese Woche alles vorzuproduzieren bis Mitte Januar. Ich weiß, es ist manchmal ein bisschen uncool, aber es ist halt so, weil ich will einfach auch Weihnachten, Silvester und die Woche nach Weihnachten einfach auch frei haben. Und wenn ich dann Stress habe und ich denke, die Teile müssen kommen, dann ist das auch unschön. Deswegen haue ich das jetzt raus. So, rüber. Und ja, dann diese Woche wird sehr, sehr viel geredet, sehr, sehr viel Gelaber. Machst du Rudolf ab? Dankeschön. So. Und hier von der Weihnachtsaktion, Papa hat Marisa klein gemacht. Und jetzt bin ich einfach froh. Ja, also hier lag ja so viel Pappe und da haben irgendwelche Pakettypen das einfach zu unserer Pappe mit reingestellt. Und wir wussten gar nicht, dass neue Pakete gekommen sind. Dann haben sie einfach zur Altpappe mit dazugestellt. Das ist schön durchgeweicht im Regen. Naja, aber die Jungs und Mädels hier haben halt auch einen harten Job. Und ja, ist aber nicht der sinnvollste Ort, um das irgendwo hinzustellen. Aber gut, haben wir jetzt ja trotzdem gefunden. Aber wir hatten uns einmal gewundert, dass Post da war. Wir haben angeblich was bekommen und dann. Ja, und dann. Das wird das gewesen sein. Ja. Oh, schön. Wieder da. Samstag ist dann große Einpackaktion hier. Ich glaube, dass ein paar Freunde vorbeikommen, weil was sind das? 150 Stück zum Einpacken oder so? Ich hab keine Ahnung, ich hab echt. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel. Ja. Und dann wird eingepackt. Dann wird hier noch der Heizstrahler hier repariert von meinem Freund Miki und Schwager. Hoffentlich, dass er den zum Laufen aufbringt, freue ich mich sehr drauf. Matze und Sandra kommen auch aus Hamburg und ich hoffe, dass mein Freund Dirk aus Grevesmühlen aus Stiegen kommt. Und dann machen wir uns einen schönen Samstag, einen vorweihnachtlichen Samstag, vielleicht mit Feuer draußen an. Nee, vielleicht ein bisschen Glühwein. Und ich bin aber überhaupt kein Glühwein-Typ. Ich mag Glühwein überhaupt nicht. Der Kinderpunsch hat mir gut geschmeckt, aber es ist ja eigentlich nur warmer Saft. Und wenn man Saft so mag, warum soll man dann warmen Saft nicht mögen? Und, oh, ich muss hier wieder Musik ausmachen. Ja, auf jeden Fall geht meine Reise jetzt unten wieder an den Computer. Ich pack mal jetzt die Pakete aus. Ich habe ja Listen dieses Jahr. Ich habe wirklich Listen machen müssen, um das alles zu koordinieren, wer was bekommt. Und dann heißt aber, ich weiß, das eine heißt My Little Pony, das heißt, My Little Pony Annabelle. Naja, ist schon das viel. Ich habe da auch immer nicht durchgesehen, aber wir haben jetzt noch mal die letzten Spenden bekommen und wir sind jetzt gut durch und jetzt läuft alles. Oha, das lag da alles? Ja. Oh Gott. Wir können jetzt sogar noch einen Kindergarten mit beglücken, ne? Hast du schon erzählt? Ja, wir machen noch einen Integrationskindergarten mit. Genau. Oha. Und wieder Pappe und das ist von Jan Piosik. Okay, Jan, Ehre geht raus. Ich muss jetzt in den Keller, ich weiß nicht, wo meine Latschen sind. Vielleicht im Schlafzimmer. Ja, die Rechnung musst du mir geben. Da sind meine Latschen. Also Leute, ich gehe jetzt runter, trinke einen Kaffee, rauche eine Ziggi und dann nehme ich noch ein Teil auf. Und dann reicht erstmal. See you later, Alligator. Aber ich kann jetzt nicht auf Stopp drücken, weil ich in der einen Hand eine Tasse habe. Bis später, Leute. Hallo, ihr Lieben. Ich melde mich jetzt mal hier und ich nehme euch jetzt mit zu Karl und Margret. Die waren vorhin bei uns. Die haben ein bisschen Angst, weil wir haben ja leider ein bisschen Corona bei uns im Freundeskreis und die hätten Angst, dass wir uns auch angesteckt haben. Aber nee, wir sind safe, zum Glück. Aber gute Besserung an Michaela, ne, dass du schnell wieder fit wirst. Ich will danach zum Reiten, deswegen sehe ich aus wie so ein Schlumpf. Genau. Aber ich nehme euch erst mal mit zu Karl und Margret. Die brauchen ein bisschen Hilfe am Computer und genau, das mache ich jetzt und melde mich gleich von dort. Tschüssi!
Ja, ich habe euch letztes leider vergessen mit hochzunehmen, weil ich weiß auch nicht, bin irgendwie losgerannt und dann dachte ich, als ich oben war, ah scheiße, Kamera vergessen. Dann war Karl aber schon, der sagte, nee, komm gleich her, du musst mir helfen, ich kann eine E-Mail nicht ausdrucken. Ich finde es ja stark, Margret und Karl sind echt cool. Also Margret hat sogar ein iPad, guckt Instagram, guckt YouTube, Philipps Sachen und also richtig, sie hat das richtig, die ist richtig auf Zack, macht das total toll. Und Karl fuchst sich auch immer mehr da rein und das war ganz niedlich, er wollte jetzt gerade nur eine Mail ausgedruckt haben und es sind ja so normale Schritte, aber wenn du es nicht weißt, ja, aber er hört auch zu, lässt sich das erklären, also das finde ich richtig toll in dem Alter. Gut, jetzt habt ihr leider nicht die beiden gesehen, aber das holen wir nochmal nach. Ich fahre jetzt zum Reiten und melde mich nachher nochmal. Tschüssi. So, ich bin jetzt im Stall angekommen, ich war zwischendurch nochmal schnell Brot holen bei Edeka und also ich weiß nicht, ob euch das auch momentan so geht. Ich meine, klar, es ist kurz vor Weihnachten, aber ich meine, was haben wir heute, den 14. oder so? Das ist so brechend voll überall. Du kriegst keinen Parkplatz. Ich musste dreimal im Kreis fahren. Und wir sprechen hier nicht von einem Edeka auf dem Dorf, sondern schon in der Stadt. Und dreimal im Kreis gefahren, bis ich einen Parkplatz hatte. Die Leute stehen eng an eng. Ich stehe in der Kasse. Ich weiß nicht, ob sie auf meinen Schoß wollte oder so. Also es ist echt irre. Geht euch das auch so? Also ich bin irgendwie... Also geschockt, was momentan irgendwie in den Einkaufsläden, an den Kassen so los ist. Als wenn es irgendwie nie wieder was zu essen gibt. Naja, egal. Ich bin jetzt im Stall, werde jetzt gleich ein bisschen reiten. Das ist ein neues Pferd, die kenne ich noch. Also ich kenne sie vom Sehen, aber ich bin sie noch nie geritten. Und ich bin mal gespannt, wie das so wird. Freue mich drauf. Bin jetzt bestimmt schon 4 Wochen nicht mehr geritten. Und ja, dann sehen wir uns ja später nochmal. Ciao. So, home sweet home. Ich bin wieder zu Hause vom Reiten. Es war schweinekalt. Ich bin mega durchgefroren. War aber ganz schön, hat richtig Spaß gebracht. Einfach mal so ein bisschen bewegen und ich und meine Pferde, das ist ja sowieso immer, ja, bringt mir immer Spaß. Genau, jetzt mache ich hier ein bisschen Abendbrot fertig für uns. Und Philipp, der ist unten noch arbeiten. Genau, ist aber um 7 auch wieder da und dann gibt es Abendbrot und ich denke, wir werden uns nochmal zusammen gleich melden. Hier ist unser schöner Tannenbaum, ich bin so stolz auf ihn, er ist so schön kitschig. Und habt ihr hier oben unseren mit dem Hawaii-Hemd gesehen? Wie geil ist er denn? Ah gut, alles klar, bis später. Ach, gerade mein Webinar erledigt und Rudolf steht hier schon am Tisch so rum. Oh, das sieht ja super aus. So. Oh, na? Alles klar? Mhm. Oh, habe gerade mein Webinar erledigt. Mein neuer Schreibtisch ist gekommen. Der ist so schwer. Das ist ein elektrischer Schreibtisch, weil dann kann ich mal ein bisschen stehen. Ich sitze zu viel, das merke ich. Und deswegen gibt es jetzt einen elektrischen Stehschreibtisch zum Sitzen und Stehen, irgendwie so zusammen. Und da freue ich mich sehr drüber. Und jetzt essen wir erstmal Abendbrot zusammen. Genau. Und habe ich einfach richtig Bock drauf, Leute. Oh Gott, bin ich froh. Morgen habe ich nicht frei, aber Workshop frei. Ich habe Donnerstag und Freitag noch Workshops und dann ist wieder volle Attacke. Es reicht mir. Ich habe heute so viel geredet. Ich habe heute 3 Sachen aufgenommen plus Workshop gemacht. Meine Stimme ist so im Arsch. Ich mache gleich eine Stunde des Schweigens. Ja, moin Leute. So endet der Dienstagabend jetzt hier. Marisa sitzt da an ihrem Computer, macht noch irgendwas. Nee, ich habe alles fertig jetzt. Will sie nicht zeigen? Nee. Kein Bock. War jetzt anstrengend. Das ist so, dieses Abend ist nicht die Intensität, sondern die Dauer, die Länge ist es dann, die dann doch dann ein bisschen fertig macht. Ich lade das dann jetzt gleich alles hoch, bereite ich das vor, damit ihr das morgen früh gucken könnt. Und diese Woche habe ich mir echt ein Pensum auferlegt, weil ich will es unbedingt vorproduzieren, damit ich 2-3 Wochen nicht produzieren muss. Das würde mich echt im Urlaub stressen, dass ich wüsste, ich muss heute runtergehen und so weiter. Und ich möchte einfach mal durch sein. Ich bin ja immer nicht das Vorproduziermonster, das gebe ich ganz ehrlich zu. Ich nehme mir das immer vor und... was ist das? Was machst du da? Das habe ich hier in der Tüte gefunden. Was ist denn das? Das habe ich bei Rudolf gekauft. Zeig mal her. Komm, zeig dich aber. Komm, zeig mal. Was ist das? Das ist ein Halsband mit einer Schleife dran. Ja, dann vielleicht gefällt das ja Rudolf. Ja. Rudolf braucht mal eine neue Fliege. Hast du nicht die Flügel von Heiligen gesehen? Doch, habe ich. Die Flagge hier. Die stehen Rudolf auch unheimlich gut.
Olaf sieht damit bestimmt richtig Batman-mäßig aus. Ja, also, ich muss spazieren gehen. Hier ist Hennings Mütze, aber dieses Jahr eine neue. Eine neue Mütze. Achso, das ist eine alte Mütze, die passt mir nicht so richtig. Nee. Ich wollte gerade, Henning hat ja auch so einen riesen Kopf. Ich wollte gerade das riesen Gehirn sagen, aber das ist es ja nicht. Entschuldigung, Henning, ich weiß, du guckst das hier auch. Hier ist meine Weihnachtsmütze. Es ist auf jeden Fall 19.53 Uhr und ich werde dafür das heute einen Film gucken oder so. Mhm. Ja? Okay, ich schmeiß mir noch eine Zigarette in die Lunge. Und dann... Diese Woche bin ich wirklich viel zu Hause, aber echt, weil ich nur unbedingt produzieren möchte. Und ich werde echt alles hinten anstellen. Ich werde bis Samstagmittag werde ich durchproduzieren, machen und tun, um dann dementsprechend vorbereitet zu sein für Weihnachten und Silvester. Aber wir sind ja auch noch im Urlaub weg und Weihnachten. Ich will einfach nicht in den Keller gehen Weihnachten. Ich habe einfach keinen Bock an den Computer. Ich brauche einfach mal Detox-Computer, zumindest von diesem... Muss-Sachen. Das hier, was ich hier mache, hier, das macht mir richtig Spaß, weil das kostet mir nicht viel Aufwand und da habe ich euch gerne dabei. Aber so die Serien, die fordern von mir schon so eine gewisse Energie und gut drauf sein und machen und tun. Und von daher möchte ich da einfach mal so Detox von den Serien machen. Einfach mal so ausspannen von den Serien. Ich weiß nicht, ob das der ein oder andere verstehen kann. Ansonsten sind wirklich viele, viele Geschenke gekommen. Ich glaube, die Einpackaktion, meinst du nicht, die dauert 3 Stunden oder so? Samstag? Ja. Die wird ewig dauern. Ja, das wird ewig. Kommt nicht irgendjemand früher ein bisschen anfangen? Ach, Quatsch. Nee? Nein. Dann lohnt sich Feuer draußen machen, lohnt sich ja gar nicht, ne? Warum nicht? Müssen ja nicht alle immer stumpf auf der Stelle hier sitzen. Weißt du? Nee, mit den Männern wollte ich auch oben bleiben. Ja. Nee, weil ja Fußball 20.30 Uhr läuft, dann sind wir auch schon wieder weg vom Feuer. Aber wobei, ne? Kann man da 2-3 Stunden stehen, ne? Ja. Kann man eigentlich machen. 20.30 Uhr spielt der HSV, Schalke Rückspiel. Da muss ich dabei sein. Ja, also Samstag Feuerchen, etwas grillen zusammen. Ich habe ein schönes, cooles Stück Fleisch geschenkt bekommen. Weißt du jetzt schon wie? Nee, hat sich noch nicht gemeldet, habe ich die Instagram-Nachricht noch nicht geguckt. Ich mache Instagram-Nachricht nur noch alle 2 Tage oder so, weil es ist so viel geworden mittlerweile und dann arbeite ich das durch. Ich muss ja auch immer ein bisschen gucken, okay, was ist wichtig, was ist nur hey, na und hallo Philipp. Das schaffe ich einfach nicht mehr. Sondern wir müssen ja auch immer gucken, okay, ich will nicht sagen wichtig von unwichtig unterscheiden, aber so ist es. Ja, das war eine ehrliche Antwort. So, mein Rechner hat neu gestartet, kumulatives Windows-Update gemacht. Und das reicht jetzt. Also Leute, wir sehen uns wieder tomorrow morning, wenn ich anfange zu produzieren. Ciao Kakao. Willst du auch noch was sagen, Marisa? Ciao von der Küste Kakao. Ciao von der Küste Kakao.